I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keep. Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute nähe ich eine Bettschlange aus einem Waffelstoff. Es gab schon länger keine Projekte mehr für Babys und Accessoires. Und aus gegebenen Anlass steht das bei mir jetzt an und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach bei diesem Projekt mit und zeige euch, wie ich das Ganze nähe. Also ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Als allererstes müsst ihr euch festlegen, wie viele Farben euer langes Kissen haben soll. Und da es jetzt ein Zopf wird mit drei Teilen, habe ich jetzt hier drei verschiedene Rosatöne aus einem Waffelstoff ausgewählt. Ihr könnt hier natürlich auch nur einen Waffelstoff nehmen und die restlichen zwei aus Baumwolle nehmen. Ihr könnt auch hier Niki-Stoffe verwenden. Die sind auch sehr angenehm für Baby-Accessoires. Die Mama des Kindes, die dieses Kissen bei mir jetzt bestellt hat, hat sich jetzt hier für Waffelstoff entschieden. Und ja, dann machen wir alle drei Teile aus Waffelstoff. Ihr messt aus, wie lang eure Bettschlange werden soll. Diese Bettschlange wird sehr lang. Also wir haben uns jetzt hier auf 2,40 Meter geeinigt, da das Bettchen jetzt schon etwas größer ist. Kein ganz kleines Babybett. Wenn ihr für ein ganz kleines Babybett eine Bettschlange nähen wollt, dann würde ich hier an die 120-150 cm wählen. Da schaut ihr einfach selber, wie lang es werden soll am besten. So, und zu diesen 240 cm, die ich jetzt hier brauche, im fertigen Zustand, gebe ich noch 40 cm dazu. Das heißt, ich brauche eine Länge von 2,80 m und zwar drei Teile davon. So, und jetzt auch nochmal dazu, wie dick die Schlange werden soll. Also ich werde das Kissen schon etwas größer machen, da es ja auch eine sehr lange Schlange wird, so dass es auch optisch schön aussieht. Wie gesagt, wenn ihr die Schlange um die Hälfte kürzer machen wollt für ein Babybett, dann macht ihr es auch dementsprechend etwas dünner. So, ich werde jetzt schauen, dass ich einfach von jeder Farbe einen Streifen habe. Die Breite des Streifens werde ich so auf die 30 cm zuschneiden. Wenn bei euch die Schlange, wie gesagt, kürzer ist, könnt ihr hier auch 25 cm nehmen beispielsweise. So, ich schneide das Ganze jetzt zu und dann geht's weiter. So, damit es euch klarer ist, wie ich das Ganze zuschneide, ich nehme es hier immer in der Breite, also einmal 30 cm der ganzen Breite entlang und dann nochmal 30 cm der ganzen Breite entlang. Später werde ich diese zwei Stücke zusammennähen, somit habe ich ein ganz langes. Das wäre ja total blödsinnig, wenn ich diese 2,40 m oder 2,80 m eher gesagt komplett der Länge entlang abschneide und davon brauche ich ja dann nur 30 cm. Deswegen nehme ich das hier einfach der Breite entlang 30 cm und einmal hier auch. Also schneide ich mir eine Länge von 60 cm ab und teile sie auf zwei Teile in 30 cm, die ich brauche in der Breite und nähe, wie gesagt, zusammen. Dann habe ich die benötigte Länge, die ich brauche und das ist jetzt einmal das hell altrosa. Das helle Rosa habe ich schon zugeschnitten und was ich noch erwähnen muss, die Stoffe habe ich jetzt vorgewaschen und vorgebügelt. Das unbedingt vor dem Zuschnitt erledigen, da die Stoffe eingehen bei der ersten Wäsche und da man das ja Ganze fürs Kinderzimmer macht oder Kinderbettchen macht, werden solche Sachen ja auch oft gewaschen und ja, damit es später dann auch immer noch hübsch aussieht und sich nichts verzieht, immer die Stoffe vorwaschen und vorbügeln. So, dann habe ich jetzt nochmal das Dunkel-Alt-Rosé und dann bin ich durch mit dem Zuschnitt. So, ihr Lieben, meine drei langen Streifen sind jetzt fertig. Hier sieht man die Naht. Jetzt nähe ich die drei Streifen zusammen, so dass ich noch einen längeren Streifen bekomme. Und zwar habe ich dann knapp 9 Meter. Und dazu lege ich immer rechts auf rechts die Stoffe zusammen, nähe sie hier zusammen. Da könnt ihr entweder die Overlock oder die Nähmaschine nehmen, einen Geradstich und dann die Seiten versäubern oder einfach so lassen, wie sie sind und dann einfach auseinander bügeln. Die Webkante wird hier ja nicht ausfransen, deswegen lasse ich sie so, wie sie ist und spare mir einen Schritt. Und dann nehme ich das andere Ende, lege hier die dritte Farbe rechts auf rechts drauf und nähe auch hier die Stoffe zusammen. Somit habe ich alle drei Streifen verbunden und habe einen sehr, sehr
langen Streifen. So, mein ewig langes Stück ist fertig. Ich habe alle drei Farben zusammengenäht. Jetzt habe ich knapp 9 Meter am Stück. Und jetzt lege ich diese lange Bahn einmal zusammen, rechts auf rechts, und schließe die lange offene Seite mit der Overlock. Ihr könnt natürlich hier auch die Nähmaschine nehmen, die Seiten dann versäubern, am besten die Nahtzugaben dann auch auseinanderbügeln. Und dann wende ich diesen langen Schlauch erstmal auf rechts. So, ihr Lieben, ich habe jetzt einen ewig langen Schlauch hier aus meinem Waffelstoff. Habe das Ganze auf rechts gedreht. Das ging ganz gut, weil ich hier die Hand gut reinstecken konnte und ziemlich weit vorgreifen konnte. Und so ging das ganz gut mit dem Wenden. Wenn das Ganze etwas enger gewesen wäre, da hätte ich wahrscheinlich mit den Nerven zu tun gehabt. Aber so ging es ganz gut. Jetzt habe ich hier ein Plastikrohr im Durchmesser von 5 cm und hier nochmal ein Plastikrohr im Durchmesser von 4 cm. Das hat mir mein Mann aus dem Baumarkt mitgebracht für dieses Projekt. Das kostet auch nur wirklich ein paar Euro. Ihr könnt hier aber auch irgendwas anderes zur Hand nehmen, wenn ihr einen langen, stabilen Schlauch habt von Geschenkpapier oder ähnlichem. Könnt ihr das auch nehmen und einfach einen Besenstiel dazu nehmen und mit dem Besenstiel die Watte durchschieben. Ich habe hier einmal eine Riesenmenge von eBay bestellt. Das ist so ein Füllmaterial für Decken. Und das sind so Reste von Füllmaterial. Das ist eine schöne, weiche Watte. Da es aus der Deckenproduktion kommt, eignet sie sich auch super jetzt für mein Füllmaterial für dieses lange Kissen. Ich werde jetzt mein Kissen stopfen und danach mal wiegen und dann kann ich euch sagen, wie viel Kilo an Watte ihr für dieses Projekt braucht. Ich schätze, ich werde so 2 bis 3 Kilogramm schon verbrauchen, aber das wiege ich nachher und kann es euch dann auch mitteilen. So, ich gehe ja einmal mit dem Rohr hier in meinen genähten Schlauch. Gehe ziemlich zur Mitte hin. Also eine Farbe nehme ich jetzt komplett und dann die zweite Farbe so ungefähr bis zur Mitte. Dann kann ich bis hierher füllen und dann fülle ich das auch von der anderen Seite. So, und dann nehme ich meine Watte, stopfe die Watte hier in mein Rohr . Nimm mein zweites Rohr und schieb das Ganze einmal durch. So ist die Watte jetzt hier gelandet, ziemlich weit vorne. So gelingt das Stopfen sehr schnell und unkompliziert. Also ich würde euch auf jeden Fall so ein Rohr empfehlen. Wie gesagt, entweder so ein Rohr aus dem Bauhaus oder ihr improvisiert und nehmt ein Geschenkpapierrohr oder ähnliches, was ihr da zu Hause habt und zur Verfügung habt. So, ich werde das Ganze jetzt einmal stopfen und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt die ganze lange Schlange einmal mit Watte gestopft. Jetzt nehme ich mir hier das eine Ende und lege einmal die Kante um. Nach innen nehme ich einen Faden und eine Nadel und lege hier einmal einen Heftstich rundherum hin, direkt hier auf die Kante. Ich mache so circa 1 cm große Stiche, einmal rundherum. So, jetzt habe ich die Naht hier einmal rundherum gelegt. Jetzt ziehe ich an der Naht, falte diese Enden einmal nach innen, ziehe es komplett fest, nähe das Ende noch ein bisschen zusammen von Hand. Mit ein paar Stichen, mache einen Knoten und schneide den Faden ab. So, ihr Lieben, jetzt ist die Schlange fertig. Jetzt habe ich hier die erste Farbe, die geht über in die Farbe hell altrosa und das letzte Ende ist hier diese helle Farbe, diese hellrosa. Diese lege ich zu dem Übergang da oben hin und fange an, einen Zopf zu flechten, und zwar ganz normalen Zopf. Made.
So, jetzt bin ich hier am Ende angekommen und jetzt fixiere ich das Ende hier mit einigen Handstichen, so dass es einfach hier am Ende hebt und nicht aufgeht. Mit einer Art Matratzenstich nähe ich das Ende hier einmal an. Das andere Ende fixiere ich auch mit einigen Handstichen, so dass der Zopf auch hält und die Form behält, die er hat. So, ihr Lieben, das Kissen ist jetzt komplett fertig. Es ist wirklich sehr riesig geworden. Also es passt wunderbar auch auf ein großes erwachsenes Bett oder auf ein Sofa. Es sieht auch wunderbar aus. Wer das Kissen für ein Babybett nähen möchte, dem würde ich empfehlen, die Breite nicht auf 30 cm zu wählen, sondern circa auf 25, 26 cm. Dann werden auch diese einzelnen Teile nicht so dick und es nimmt nicht solche großen Dimensionen an wie jetzt bei mir. Das Kissen ist jetzt über 2 Meter lang geworden und für diese Größe habe ich jetzt 3 Kilo von Wattematerial verbraucht. Also wer jetzt diese Teile etwas schmäler machen möchte und die Schlange kürzer machen möchte, natürlich wird man da auch weniger Watte verbrauchen. Sonst hat mir dieses Projekt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ohne dieses Rohr, was ich vorhin gezeigt habe, wäre ich wahrscheinlich verzweifelt mit dem Stopfen von der Watte. Aber mit dem Rohr hat es wirklich wunderbar funktioniert. Wie gesagt, ihr könnt die Stoffe hier wählen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch nur einen Waffelstoff nehmen und den Rest in Baumwolle. Beispielsweise ihr nehmt so ein Dunkel-Altrosa, dann ein Unistoff, zum Beispiel in Rosa, und einen passenden bunten Baumwollstoff, der mit den Farben gut zu kombinieren ist. Und dann sieht die Schlange auch wunderbar aus. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.